Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das war hier auf meinem Kanal. Ja, und Aufzeichnungstag ist der 2. Januar. Um 5.15 Uhr. Ich habe gerade geduscht, wollte meinen Kaffee trinken. Panne beim Kaffee kochen. Warum war da noch Wasser in der Kanne? Jetzt neuer Kaffee läuft. Im Moment habe ich gerade jetzt keinen am Start. Außer ein Glas Cola. Irgendwas muss sein. Prösterchen erstmal. So. Wir fahren mal unsere nächste Tour. Ich denke mal, bis zum Wochenende werden wir damit da durch sein. Und dann machen wir auch diesen Schnee weg. Draußen ist keiner, brauchen wir hier drin auch keinen mehr. So. Einmal blinken natürlich. Oh, da kommt tatsächlich einer. Lässt mich auch nicht rein, ne? Ja, aber vor der Nase stehen also manche Autofahrer, du. Ganz ehrlich. Jo, gestern dann wieder, wow, große Schlagzeile in der Berliner Zeitung. Mann, 39 reißt sich beim Böllern die Hand ab. Ich habe mir diesen Bericht gar nicht weiter angeguckt. Sorry, Leute. Habe ich kein Mitleid mit. Es sind Warnhinweise auf diesen Böllern drauf. Wenn ich sturzbesoffen bin, muss ich die Dinger nachts nicht mehr anzünden. Ansonsten sehe ich zu, dass ich das natürlich kann. Und da sage ich auch selbst schuld. Und vor allen Dingen, wenn ich eins sehe. Ich meine, das ist ja alles ganz schön. Diese Raketenlichtfeuerwerk, das mag ich auch. Diese Böller brauche ich nicht unbedingt. Außer dass das knallt, hat das nichts. Sinnlos wie ein Kropf. Wenn ich dann aber sehe, wir sind auch. Ich war bei meiner Freundin, wir sind so um kurz nach 12 raus. Erstmal natürlich anstoßen zu Silvester. Ne? Dann sind wir runter, haben auch ein paar Raketen aus dem Auto geholt, haben die hochgeschossen. Ja, und auf dem Weg zur Garage kommen wir eben auch an einer Bushaltestelle vorbei. Gut, da lag alles, einiges schon an Verpackungsmüll, da hatten halt welche geböllert, Raketen hochgeschossen. Ist ja eine Sache, ich sag mal schon an der Stelle, man kann seinen Müll wieder mitnehmen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass diese Feuerwerksbatterien, dass die so lange nachbrennen. Ey, es war wirklich an allen Ecken und Enden brannte irgendwie so eine Pappkiste. Es war natürlich niemand mehr in der Nähe. Saugefährlich. Auch hier Wasser mitnehmen und den Scheiß ablöschen. Das ist doch kein Problem, Mensch. Ich verstehe nicht so viel Unachtsamkeit, so viel Unverstand an der Stelle auch, ne? Ja, dann kommen solche Geschichten. Oh, der hat sich dann die Hand abgerissen. Und zwar, ja, man schmeißt die Böller weg und behält sie nicht in der Hand. Ja, die Zündschnüre sind recht kurz, aber ich sag mal so, wenn man einigermaßen klaren Verstand hat, dann kriegt man das auf dem Schirm. Nicht genauso wie manche Idioten, habe ich im Bekanntenkreis auch schon gehabt, die kommen auf die Idee, oh, wir haben keine Sektflasche da. Die halten dann diese Rakete in der Hand und starten die ab. Meine Güte, da ist dermaßen Zug drauf, das Ding kann euch einen Arm ausreißen. Übertrieben gesagt. Alles schon da gewesen. So. Ja, jedenfalls, wir haben dann auch Raketen hochgejagt und dann wieder später dann ins Haus, irgendwann schlafen gelegt und so weiter. So, gestern Mittag, weil ich ja heute dann wieder arbeiten darf, ne? Tag der Aufzeichnung, 2. Januar. Länger frei wäre schön gewesen, aber okay. Bin ich dann so gegen Mittag los. Komm dann auch wieder an dieser Bushaltestelle los, logischerweise vorbei. Ja. Zwei Scheiben komplett rausgesprengt mit Böllern und die Werbetafel lag dann im. Dann, wenn man hört, da werden Böller in U-Bahn-Schächte oder in U-Bahn-Stationen geworfen und so weiter. Haben die Leute, ganz ehrlich, hat man heutzutage nicht mehr so viel Verstand im Kopf, dass man das nicht macht? Also ich will keinem zu nahe treten. Und ich selber lebe leider auch in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber Deutschland wird immer dämlicher und bekloppter. Nachrichten gleich null. Ich spreche immer wieder auf diese Telekom-Werbung. Wir denken nicht, wir googeln. Und bei solchen Geschichten ist das definitiv zu sehen. Nachgedacht wird nicht eine Sekunde. Ja, dann gibt es ja die Regelung. Wann darf geböllert werden? Ich habe das gestern mal nochmal nachgeschaut. Ab
Am 31. 0 Uhr, das erste Mal, nicht davor. Und dann 48 Stunden. Die sind ja teilweise Tage, Wochen vorher schon am Start. Ich meine, dass da natürlich dann irgendwo gerade auch so, wie gesagt, was Zerstörung und sowas angeht, dass man da dann drüber nachdenkt, okay, wir machen es nicht mehr, wir verbieten es. Gut, auf der anderen Seite, wer will's prüfen? Wenn jetzt Böllerei auf dem Alexanderplatz verboten ist und ich würde da einen Böller zünden, wer will denn da sagen, boah, der war das, aber der hat das gemacht. Das bringt's doch alles nicht. Genau wie diese Polenböller. Ja, wenn ihr es nicht in den Griff kriegt, dann macht die Grenzkontrollen wieder auf. Dass diese Scheiße draußen bleibt. Es ist wirklich, dann lassen sie die in Innenhöfen los. Ja, da ist der Druck teilweise so, dass die Fensterscheiben rausgehen. Muss sowas sein? Ich meine, Feuerwerk, wenn verantwortungsbewusst gehandelt wird, habe ich überhaupt kein Problem mit. Mache ich selbst auch ganz gerne. Darf auch gerne mal ein Böller dabei sein. Muss nicht, brauche ich nicht. Ich mag lieber Lichtfeuerwerk. Aber wenn du das siehst, ne, diese Zerstörung, dieser Müll vor allen Dingen, der ja auch nicht wieder weggeräumt wird, kann man die Städte verstehen. Das kostet ein Schweinegeld, diesen ganzen Mist wieder wegzumachen. Das heißt, in Berlin wird es jetzt erstmal wochenlang noch da draußen rumliegen. Ja, wie gesagt, bei sowas muss man dann durchaus mal Luft ablassen. Ob man es jetzt verbietet oder nicht, wen juckt das? Selbst wenn der komplette Verkauf in Deutschland verboten wird, ja, dann wird es vielleicht weniger, aber irgendwo kriegt man das Zeug immer her. Ja, und wenn ich jetzt zu Weco oder Komet oder sonst wo gehe und bestelle mir eine Kiste, die werden nicht nur ins Ausland liefern. So, hier müssen wir links geradeaus, dürfen wir nicht. Ja, wenn ich gleich hier diese Tour fertig aufgezählt habe, ist der Kaffee auch fertig. So rum geht es dann auch heute einmal. Ganz kurz so einen Schluck aus dem Glas nehmen. Schwede. Ich fühle mich gerade wie auf hoher See hier. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier kommt einer rüber und dann klappen die nämlich sehr häufig die Schranken schon wieder zu. Da warten wir mal, bis die beiden Experten weg sind. Dann gucken wir mal, wo es hingeht, ob wir dann die Chance haben, drüber zu kommen. Oder ob das Teil wieder zugeht. Ne, es könnte klappen. So, einfach mal drüber. Weil der haut uns nämlich alles kaputt an Fracht. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe einen neuen Mod reingeladen. Ob ich den jetzt schon ausgetauscht habe oder nicht. Aber im Moment ist es dann eigentlich auch egal. So, ja, dann wollen wir ja letztendlich natürlich mal sehen, was uns das Jahr 2019 bringt. Nicht nur bei SCS, sondern letztendlich natürlich auch die Social Media Plattform im Zusammenhang mit dem Artikel 13. Ich sollte mal am Jahresende noch da sein, dann haben sie so entschieden, dass YouTube, Facebook, Twitter und Twitch und so weiter damit leben können.
dann ist es okay. Ansonsten haben wir Pech gehabt, ne? Wir werden sehen. Warum sind die eigentlich die ganze Zeit vor mir? Ja Mensch, wir sind gleich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich will mal sehen, ob es hier irgendwo in der Gegend einen Parkplatz gibt. Den würden wir dann mal ansteuern und dann war es das erstmal für heute. Ist hier erstmal weder Tankstelle noch sonst irgendwas. Eine Tanke würde ja reichen. Oder wir müssen uns halt hier so am Wegesrand parken. Wir müssen ja im Moment noch nicht wirklich schlafen. Das werde ich natürlich mit dem Schlafen auch ausreizen bis zur letzten Sekunde. Das ist völlig klar. Ne? Die beiden da jetzt noch überholen, das macht auch keinen Sinn mehr. Oder habe ich da jetzt noch Bock? Nach ich für heute läuft ja. Wir sind auch noch nicht geblitzt worden heute. Jetzt was kaputt gemacht? Nee. Innerhalb der Baustelle überholen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Bus. Sag mal, hier Flensburgus, kannst du mal Gas geben? Dankeschön. Da vorne ist eine Tankstelle. Da können wir anhalten. Das werden wir auch tun. Okay, die ist jetzt auf der linken Seite. Ach, wir halten hier einfach mal rechts, oder? Nee, komm, wir fahren drauf. Mit der falschen Seite, hier dürften wir gar nicht rein, aber das ist mir ja gerade mal egal, ob das da ja, ne? So, linken einstellen. Okay, ich mache in der Zwischenzeit den Tank voll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal, freue mich natürlich auf neue Abonnenten, freue mich über Daumen nach oben. Ja, lasst ein Like da, lasst nette Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen nach dieser unspektakulären Fahrt dann entsprechend wieder, dass wir dann weitermachen können. Bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao, macht's gut.